wurde bereits. Verzeiht. Kein Problem. Es wurde bereits mehrfach versucht, Kamal oder auch magisch, versucht die niederländische Mächte aus diesem Todeswald zu exorzieren, was jedoch immer nur kurzfristig auf einen Erfolg hinauslief. Das Tor steht zurzeit offen. Es ist allerdings auch mit dämonischen Ranken jederzeit dazu fähig zuzuwuchern. Dornen, die eine Seele haben und die einem die eigene Seele aus dem Leib reißen können. Nachts gibt es Untote auf dem Wall, die Wacht halten, Bögen und Schlimmeres, mit dem sie bewaffnet sind. Es gibt wohl eine gefallene Boroni, die dort ebenso gebeugt mit schlohweißen Haaren steht und die schwarze Mutter anbetet. Wir werden sehen, wie wir den Wall erobern können, ihn betreten von oben auf die Innenseite, den Dämon im Inneren exorzieren, vernichten, Wall schließen, Eltern von Dunkelstein die Flucht abschließen. Es ist viel zu tun. Aber mit euch an der Seite schaffen wir es. Nun, zumindest den Dunkelsteiner zu besiegen, das wird uns wohl gelingen. Was den Wall angeht, ihr seid vermutlich die Reichsstraße entlang geritten, nicht wahr? Was könnt ihr uns über den Zustand sagen? Könnte man Boten hin und her schicken? Ein einzelner Bote ist sicherlich möglich. Wir haben Pferde, die dies ermöglichen. Bitte. Nun, ich dachte daran, dass unser Freund Jalan hier seinen Bekannten, der sich der Sohn Preios nennt, kontaktieren könnte. Dieser hat ein mächtiges Artefakt, mit dem sich Magie bannen lässt. Alboin von Bregelsau. Nun, wenn er wirklich der Sohn Preios ist, sollte es ihm doch eine Aufgabe sein, diesen Wall endgültig von Dämonen zu befreien. Wenn der Angriff heute starten soll, wird auf keine Weise eine solche Nachricht früh genug ankommen. Selbstverständlich nicht. Aber ihr glaubt ja auch nicht, dass dieser Wall innerhalb eines Tages exorziert werden kann. Das ist eine Aufgabe, die Wochen, Monate vielleicht benötigt. Ich hege keinen Zwist mit Alboin, auch wenn ich doch von seinen Untaten gehört habe. Ich bin mir sicher, ihr seid derselben Art von wirren Gerüchten aufgesessen, die man uns auch in der Bodenburg schon erzählt hat. Wie ich bereits sagte, ich habe keinen Zwist mit ihm und ich bin gerne bereit, wenn ihr einen Brief schreiben wollt, dass dieser überbracht wird. Ich bin Realist. Diplomat. Nicht und sicher. Wir schließen immer nur Frieden mit unseren Feinden, nie mit unseren Freunden. Es könnte sich als besser erweisen, persönlich vorstellig zu werden. Also wollt ihr die Botschaft selbst überbringen? Ich denke schon, ja. Dann bleibt doch diese Nacht noch an unserer Seite und wenn ihr den morgigen Tag überlebt, was wir, so Preios will, nur noch hoffen können, dann könnt ihr euch aufmachen in Richtung Alboin und ihn bitten, dass er uns seine Macht zur Verfügung stellt, damit es dabei bleibt und dieser Sieg endgültig ist. Und so die Götter wollen, wird es geschehen. Nun, wenn ihr uns entschuldigen wollt, wir werden, denke ich, unsere Vorbereitungen treffen müssen. 2 Stunden Zeitansatz. Gut. Mögen die Götter mit uns sein. Ja, und damit gehen wir ab. Also wenn wir dann draußen sind, frage ich ihn gerade mal. Glaubt ihr das, was er da alles erzählt? Dass er sich nicht hat zum Kaiser krönen lassen? Dass er nicht das Reich verraten hat? Nun, die Kaiserkrönung gilt als erwiesen. Nichtsdestotrotz tut er ein gutes Werk. Dieser Pforte anzugreifen. Ich will ihm nicht absprechen, dass er sich in den letzten 20 Jahren gewandelt hat. Mir hat mal ein Geweihter gesagt, die Wahrheit habe viele Seiten. Und je nachdem, von welcher aus man sie betrachtet, sieht sie anders aus. Trotzdem ist sie immer wahr. Ja, meine brave Mira, ja. Mir ja. Bist ein braves Mädchen. Da bist du. Rafim, mach dich bereit, es gibt Dinge zu töten. Wieder zu töten, jedenfalls. Oh, weil wen bringen wir um? Die Mauer. Den Dunkelstander, der auf der Mauer steht.
Ah. Wann? 2 Stunden. Ja, wunderbar. Ja, ja, dann müssen wir gleich noch eine Zeremonie vorbereiten. Diese Hundertrophien denken zurück an die Zeit, als sie vor 7 Jahren an dieser Mauer standen. Sag mal, wo habt ihr eigentlich gelagert damals, Rafim? Ja, wir durften... Was heißt, wir durften? Die kaiserliche Armee und die freiwilligen Kräfte aus Al-Anfa haben nicht direkt beieinander gelagert. Man hielt das wohl für keine gute Idee, weil wir ein rauer Haufen sind. Könnt ihr euch das vorstellen? Nun ja, ein wilder Haufen, das kann ich mir wohl vorstellen, ja. Ihr hattet einen gewissen Ruf. Ich, ja. Ja, nicht ganz unverdient, da mögt ihr ja recht haben. Aber die Scheiße hier sieht echt anders aus. Allerdings, obwohl diese Herberge noch steht. Bullenbürger hieß die, glaube ich. Da wo die ganzen Kagi-Asas und natürlich auch Fosslerin mit den Pfeilen. Oh, ich hatte eine Herberge, das muss ja schick gewesen sein. Ja, da war ich allerdings tatsächlich noch kein Pfeil des Lichts. Ich hatte wohl schon meine Bewerbung abgegeben, aber naja, durch die Kriegswirren konnte sie natürlich noch nicht verarbeitet werden. Da wart ihr noch einfaches Kanonenfutter. Ja, ein frisch gebackener Leutnant. Sind also wirklich da, wo vor 10 Jahren alles passiert ist? Die Männer und Frauen sind hier gefallen. Wir gar nicht wissen, wie viele von ihnen noch da drin rumwehren. Nicht, dass wir alte Freunde wiedersehen. Ich mag wohl hoffen, dass nach all der Zeit, wenn dort noch welche sind, diese zu zerfallen sind, dass wir sie wiedererkennen können. Eine schreckliche Vorstellung. Vielleicht ist es wirklich das Beste, wenn die Mauer endgültig geschliffen wird. Ihr tränkt zu viel Blut in den Boden. Da mögt ihr recht haben. Obwohl ein Ort der Schlacht ist, ein Ort des Chor, also. Mag Brüder und Schwestern geben, die pilgern hier hin, um Chor näher zu sein. Und dann hoffen wir, dass sie in Zukunft, wenn sie hier hinkommen, auch euren Namen singen. Das würde ich ihnen jetzt schon empfehlen. Aber ja. Wir haben einen Plan von der Mauer gesehen. Sie ist nicht mehr so wie damals, als wir sie kennengelernt haben. Sie ist nun verwachsen mit allerlei dämonischem Gezücht, Ranken, Tentakeln, irgendwelchen halblebend erscheinenden Aufbauten. Das ist schlecht. Ja. Und es ist auf einem solchen Ausmaß so schlecht, dass ein einfacher Guardianum uns auch nicht viel hilft. Also wenn ihr möchtet, rufe ich Chor um seinen Beistand an. Ich würde euch Ähnliches empfehlen, Greifenbund. Herr Paras ist immer mit mir. Ich muss ihn nicht erst um seinen Segen bitten. Wir beide wissen, dass die Götter mit uns sind, doch manchmal ist eine Bitte. Sie gern gehört, sag ich mal. Und beim Sturm auf diese Mauer werden wir alles brauchen, was wir geben können. Vermutlich, ja. Es wird nicht schaden, das Augenmerk unserer Götter auf uns zu lenken. Ihr sonst noch irgendetwas vorbereiten? Ich würde mir sonst die Runde und die Chorgeweihten suchen und schauen, ob die schon irgendeine Zeremonie vorbereitet haben. Eine kleine Ansprache. Bin ich gänzlich sicher, ob es hier überhaupt welche gibt. Nun, Rondriana mit Sicherheit nicht. Ich denke auch nicht, dass er sonderlich viele Chorgeweihte in seinen Diensten haben wird. Solche sind im Norden ja selten, wie man hört. Eine Schande. Vielleicht ist Albrax noch hier. Nun, wenn ein Diener des Herrn Ingerim oder Angrosch hier wäre, wäre das mit Sicherheit auch sehr hilfreich. Gerade wenn man sich diese Mauer einmal ansieht. Rafim, siehst du doch als Möglichkeit,
den Nordlingen deinen Glauben nahezubringen, hm? Natürlich. Sulaminia, wollt ihr nicht mit mir zusammen meine Ansprache halten? Ich als Vertreter des Krieges und ihr als Vertreterin der schönen Dinge. Ihr bekommt alle einen Schadenspunkt. Und eure Nasen fangen an zu bluten. Was ist nicht denn jetzt schon wieder? Katongi! Ja, ich werde einmal eine Alraune verbrennen. Man sollte meinen, man könnte vergessen, wie die Mistviecher sich anfühlen. Aber nein! Immer was gerade geschafft hat, kommt dann ins Eck. Das fängt wieder an. Nun, gut, dass wir nicht gerade am Pläne schmieden waren. Also, Sulaminia, wollt ihr mir dabei helfen? Ich werde euch gerne begleiten. Wunderbar. Dann spreche ich die Männer und Frauen im Kriege an und ihr versprecht ihnen, was man noch zu Hause gewinnen kann. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ja. Nach der Schlacht kommt die Freude. Für manche. Greifenmund, wollt ihr auch was sagen? Bin nicht sicher, was ich diesen Menschen sagen soll. Von Pius, von Pflichtbewusstsein? Wenn wir in Ansviens Heerlager stehen? Wie wäre es vom Licht, das Wahrung getroffen hat und das nun auch diese Trollmauer treffen wird? Ihr habt recht. Ihr habt natürlich recht. Dass wir immer siegen. Denn auf unserer Seite stehen die wahren Götter. Es ist immer nur eine Frage der Zeit, bis wir sie zurücktreiben in die Löcher, in die sie gehören. Also dann, ich besorg ein Messer. Ich ein Kohlebecken. Ich werde mich noch einmal ins Heerlager bzw. ins Heerzelt begeben und dort auch mit einer Alraune dafür sorgen, dass dort nicht gelauscht oder beobachtet wird. Ich würde mich persönlich nach meinem Wagen mal erkundigen, ob der auch hier ist oder ob der schon umsonst wo ist. Ja, der Wagen ist da, Angroschminia ist da und auch Albrax. Hochkönig, ja, wunderbar euch zu sehen. Harrymir, schön, dass du hier bist. Albrax, wollt ihr genannt werden, nicht wahr? Ja, ja, hab ich doch schon gesagt, im Garten, bei Trondweg. Gewiss. Mein Wagen, ist der noch vollständig? Was für ein Wagen? Achso, das Ding von Agroschminia. Ist das deiner? Ja. Das gehört Agroschminia. Es ist ein Prototyp. Hehe, guter Witz. Das ist kein Witz. Es Was? Ist der einzige, den ich bis jetzt bauen konnte. War aber lustig. Was war lustig? Ein Witz, der keiner war. Du solltest mal nach Xorosch kommen. Deine Witze sind hervorragend. Ja, das hörte ich schon. Wenn ihr mich entschuldigt, ich würde gerne nach dem Wagen schauen. Ja, muss ich mal umsehen. Da hinten sind die Zwerge von mir. Da wirst du sie auch Angroschminia finden. Ah, vielen Dank. Ich bin froh, dass ihr hier bei uns seid. Alltags auch hier. Ja, gewiss, er ist dort hinten irgendwo. Ihm geht es wohl nicht so gut. Ja gut, ich soll ja mal. Stiefelt er durch das Lager in die Richtung, die du gewiesen hast. Ich würde mich zumindest zu Angroschminia mal begeben. Ah, hallo Abelmir. Hallo. Geht meinem Wagen gut? Hervorragend. Sie reibt sich so ein bisschen die Hände und deutet dann auf ein Monstrum. Ausgestattet mit mittlerweile Panzerplatten. Drei Pferde, die es mittlerweile ziehen müssen, weil das sonst so schwer wäre. Die Räder sind wohl gestützt. Du kannst sehen, wie wohl an dem Skorpion zwei weitere Harpunen angebracht worden sind. Also mit einer einfachen Abalone auf vier Rädern hat das nicht mehr so viel zu tun. Was habt ihr gemacht? Verbessert. Angrosch war mit uns. Die Idee fand ich ganz gut. Ich renn mal zu den Wagen und schau mir mal die Einzelheiten genau an, was sie verbessert hat. Keine Sorge, das geht aus Haus. Albrecht hat gesagt, du bist ein cooler Typ. Es ist viel zu schwer. Wer soll dieses Ding steuern? Diese Pferde. Naja, also, der Esel, den haben wir irgendwann weitergegeben. Die zwei Pferde kannst du haben.
Ich kletter jetzt mal auf den Wagen drauf und gucke mir genau an, was sie da verbessert hat. Also ja, mittlerweile gibt es auch so eine Deckung für den Schützen, damit man sich dahinter dann auch verstecken kann, wenn selbst irgendwie Geschosshagel einschlägt. Ja, ist eine schwere, schwere Artillerie mittlerweile. Wie ist die Schussrate? Ja, nachladen muss man auch selber. Wir haben da zwei Windnabenbrüste angebracht, ne, zum Ziehen und Drehen. Muss man mittlerweile mit Überspann arbeiten, aber das geht schon. Verschiedene Haken, die dann auch dafür sorgen, dass man dann für verschiedene Reichweiten hat. Von 200 Meter bis 800 Meter kannst du alles erreichen mittlerweile. Interessant. Ich diskutiere da eine Weile mit ihr. Aber du musst definitiv dafür sorgen, wenn du auf 800 Meter schießt, dann musst du Bolzen in den Sand rammen. Sonst wird der Wagen weggeschleudert. Haben wir schon ausprobiert. Was haltet ihr von selbst feststellbaren Flöcken? Mechanisch betrieben. So kannst du dich noch etwas mit Angro Schmin hier austauschen und deine erste Verwunderung, deine Wut oder dein Konstruktionswahn kann dann so ein bisschen gedämpft werden, wenn du dich weiter mit Angro Schmin hier austauschst, die da wohl sehr viel Fachverstand aufweist. Derweil die anderen mit einem Gebet an die Truppen. Es dauert gar nicht lange, ihr könnt euch dann an einer Statue von dem kristallinen Auge dann sammeln, das da wohl irgendwo als Mahnung, als Mahnmal aufgestellt worden ist. Die sieben Gezeichneten, die hier auch vor einiger Zeit irgendwo neben euch im Heer standen, könnt ihr euch dann direkt neben dem kristallinen Auge dann aufstellen. Und nach kurzer Zeit habt ihr auch tatsächlich das Ohr von grob, ich würde sagen, 500, 600 Mann, die euch dazuhören. Ja, Elfenbund, fangt ihr doch an, dann zu Laminia und ich für die Männer in die Schlacht. Männer, wir haben einen langen Marsch hinter euch. Angreifen tot bis hier, an die Mauer. Und für einige von euch, vielleicht für viele von euch, wird das letzte Ende in Sicht sein. Aber zögert nicht, wenn der Moment gekommen ist. Ein braues Licht scheint auch in die dunkelste aller Ecken dieser Welt. Und für jeden, der hier heute fällt, für jeden, der sein Blut an dieser Mauer vergießt, für jeden will ich persönlich meine Seele in die Waagschale werfen, wenn der Tag gekommen ist. Wie gehört er mit euch? Dann tritt Zulamin vor. Erinnert euch an das, wofür es sich zu leben lohnt. An all die Dinge, mit denen Raja euch reich beschenkt hat. Denkt an die Menschen, die ihr liebt. Denkt an die Dinge, die euch glücklich machen. Haltet einen Moment inne und besinnt euch auf einen besonders wunderbaren Moment eures Lebens. Und tragt ihn im Herzen wie einen Talisman, wenn die Leiber der Feinde und Untoten euch umfangen. Lasst das Grauen nicht an euch heran, sondern begegnet ihm mit heiterer Gelassenheit. Denn die Götter sind mit euch und so könnt ihr voll Zuversicht in die Schlacht ziehen. Nun hörtet ihr sie, die Worte von Praios, die Worte Rajas. Auch wenn Rondras Geweihte heute nicht bei uns sind, so sind wir doch Rondras Scharfrichter. Wir sind Söhne und Töchter Kors. Wir sind Brüder des Blutes. Wir stehen hier auf einem seiner Heiligtümer. Einem Schlachtfeld unbekannten Ausmaßes. Und hier wurde schon einmal geschlagen. Und hier werden wieder die Söhne und Töchter Kors marschieren. Über unsere Feinde. Wir werden lachend über diese Schlachtfelder streiten. Bis ein letzter von ihnen gefallen, bis ein letzter und Toter zu Boron geschickt wurde. Wir fürchten nicht den Tod, sondern nur ihn zu enttäuschen in der Schlacht. Also marschiert, meine Schwestern, meine Brüder, denn wir dienen dem Herrn der Schlacht. Dann würde Raphim sich in die Hand schneiden. Steh mir bei, Bruder. Steh mir bei, mein Herr. Lasst uns sie alle töten. Komm, Mira. Irgendwelche Liturgien, die ihr regelmäßig erschweben wollt. Wir sind noch mehrere Kilometer von der Mauer entfernt, richtig? Zwei.
Und der Ansturm beginnt jetzt? Demnächst. Das heißt demnächst in 20 Minuten, in der Stunde? Wenn ihr soweit seid. Ja, dann würde Rafim, hat sich ja schon in die Hand geschnitten und würde dann nochmal Quan rufen. Mein Herr, mein Blut bin ich bereit zu geben. Das Blut, das ein jeder hier geben sollte, um dir Respekt zu zollen. Auf das wieder dein schwarzes Fell meine Haut stärken möge. Dass wieder die Waffen der Paktiere an dir abprallen. Wie kleine Steine. Verkleide mich in deinem Anblick. Und dann lass mich mal würfeln, wie viel das tatsächlich ist. Mittlerweile ist Ansven von Rabenmund nach draußen getreten, in dicke, viele Felle gehüllt. Neben ihm an seiner Seite, Ansven der Jüngere. Sohn, Arnhelm. Ich würde das mit Schicksalspunkt neu würfeln, um mir selber mehr Schaden zu machen. Okay. Ihr seht, dass Ravims Arme von einem schwarzen Fell überzogen werden. Lasst uns sie töten. Als wenn derweil mit seinem kleinen Stab auf den Feldherrnhügel getreten, auf dem einst Brin stand. Von hier aus ist der Todeswall gut zu erkennen. Mittlerweile ist es dunkel geworden. Nacht. Es schneit immer noch. Das Brüllen von Rafim, was erwidert wird von wolfsartigem Jaulen auf der anderen Seite. Werwölfe. Und als sich dann einer der Wolken vorbeischiebt und der Schnee so ein bisschen in Zeitlupe langsamer fällt, könnt ihr sehen, wie Vollmond am Himmel steht. Ihr habt euch gesammelt, euch noch etwas erholt von der Reise. Die 2 Stunden sind vergangen. Habt eure Predigten gesprochen. Und dann geht ihr los. Als ihr euch dem Wall nähert, verstummen die meisten Geräusche um euch herum. Alles, was ihr noch hört, ist das Hufschlag eurer Pferde, das Geräusch eurer Schritte, das Krächzen von Raben und Krähen. Ihr könnt immer mehr Einzelheiten erkennen und tatsächlich wirkt der Wall noch monströser und unheimlicher aus der Entfernung. Die Mauer ist nicht aus einem einzelnen Stein gefügt, sondern scheint an einigen Stellen wie aus einem gewaltigen Fels geschlagen, an anderen wie erstarrte Lava. An vielen Orten spottet sie mit der Erscheinung jeder Regel der Baukunst, teilweise sogar mit Sumos Griff. Es wuchern zusätzliche Holzkonstruktionen, Metallgitter, Käfige sowie Ranken eines grün-rötlich schimmernden Gewächses, in denen einzelne Knochen oder ganze Skelette hängen. Der Boden ist vielerorts verbrannt, ausgezehrt, aufgerissen oder von Asche bedeckt. Häufig seht ihr Bohrungsräder aufgestellt und Statuen der legendären 7 Gezeichneten und andere Gedenksteine erinnern an die 3. Dämonenschlacht. Als ihr den Wall fast erreicht habt, seht ihr, dass er mitnichten so leblos und statisch ist, wie er aus der Ferne erscheint. Die Knochen und die Skelette am Weg, am Wall bereiten sich und die leeren Augenhöhlen der Totenschädel scheinen eure Bewegung zu folgen. Die Ranken kriechen über den Stein, als wollten sie ihn streicheln. Und der Stein selbst ist an einigen Stellen in langsamer Bewegung, fließt und schiebt sich in neue Formen und Positionen.